Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Twilight Princess. Nicht so aggressiv, Link. Wir sind da, wo wir hin müssen. Wow, das war eine Einleitung. Falls ich heute etwas ruhiger bin oder so, liegt daran, meine Nase läuft wie ab. Habt ihr das als auch im Gefühl, wenn ihr krank werdet? Ich hasse das, wenn man ganz genau weiß, morgen werde ich einen Schnupfen haben oder so. Ich hasse das. Naja, wie schon gesagt, ich hasse das. Egal. So, das heißt, ich hoffe mal, dass mein Gefühl sich da irrt, aber das hat es leider noch nicht so oft getan. Egal. Und zwar, diese Dame hier, die wartet auf einen Herold mit dem Kopierstab. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnt. Dieser Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einer von der Königsfamilie anerkannter Herold der Wolken würde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument, bitte nimm es. Kumulaner-Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner verfasst, aber der Text enthält einige Lücken. Lege es auf blablabla und zeige es herum. Dann öffnet es dir den Weg nach Kumula. Dieses Dokument ist an der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingern zu unterrichten. Yay, würde ich auch sagen. Dann haben wir jetzt, aber wir kennen ja schon jemanden, der das eventuell brauchen könnte. Yay. Und das heißt, warte mal, kann ich hier warpen? Kann ich warpen. Gut. Ah, Kakariko, bam. Wir machen mal noch wenig abseits. Einfach weil, einer von euch hat geschrieben, wie man die Brücke von Eldin wieder hinbekommt. Und das werde ich auch bald mal tun, aber Moment, habe ich gerade eher Lust, die Story weiterzumachen. Und ich mache das, was ich Lust drauf habe. Und ist ja egal, ob wir jetzt etwas Optionales machen oder so. Wir haben genügend Flaschen erstmal. Und die 100% kommen dann im Anschluss. Sodass es für die Leute, die nicht an den 100% interessiert sind, nicht so langweilig wird. Sorry. So, gehen wir mal hier runter. Yay, und federweich landen wir. Du kannst uns doch sicher mit diesem Ding hier helfen. Hi. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulane Schriftzeichen? Wo ist das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Stiegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Link. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du etwas von mir willst, komm also einfach zu mir. Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Okay. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Nun wird der mysteriöse Stab die antiken Statuen Leben einhauen können. Lege ihn auf dem Item, bla bla bla, schwinge ihn mit B. Ja, ich weiß. Haben wir doch schon mal bekommen, liebes Game. In diesem alten... Yay! Dann schauen wir mal. Ups, das wollte ich nicht. Ja, natürlich bringt das nichts. So, schum. Okay. Da können wir tatsächlich noch nichts machen. Aber unser Kopierstab hat wieder Kraft, Wappen. Wo ist ein anderer? Hier irgendwo? Ja, hier sind zwei. Schauen wir hier hin. Letztendlich müssen wir die da entfernen. Ja. Das Spiel wird uns schon in die richtige Richtung leiten, so wie jedes Zelda-Spiel das immer sehr gut tut. Manchmal denkt man, Zelda-Spiele geben nicht genügend Hinweise oder so, aber das ist Schwachsinn. Irgendwie klappt's. Einfach.
Da ist doch was. Au. Yay. Schmetterling, männlich. Wusstet ihr eigentlich, woher die männliche und weibliche Symbole kommen? Ich habe vor kurzem, war es bei Holy LP, er hat das mal gesagt, ich kann ja auch mal darüber reden. Ich meine, ihr wolltet ja mal, dass ich ein bisschen was von Themen rede oder so. Das weibliche Symbol soll angeblich eine Frau mit einem Spiegel darstellen, das männliche Symbol einen Mann mit einem Speer in der Hand. Deswegen zeigt das männliche Symbol mit einem Pfeilspitze nach oben und das weibliche Symbol hat so ein rundes Ding. Ja, wollte nur mal sagen. Mom. Oh, nice. Was bringt mir das, dich hier mitzunehmen? Achso, stimmt. Stimmt. Beinahe schon wieder vergessen, Mensch. Ah. Zurück bitte. Danke. So, und zwar können wir was ganz Cooles machen mit dem Ding. Und zwar... geht das nicht? Nein! Ich dachte, das würde funktionieren. Damn you, Game. Wie kommen wir denn da hoch? Sehr gute Frage. Okay, wartet kurz. Dann machen wir daraus halt ein Schieberätsel. Wenn es sein muss. Hoch da. Okay, wir bewegen uns mit exakt der gleichen Geschwindigkeit. Das ist sehr praktisch. Na, so geht's auch nicht. Nein, ich will da rauf. Das geht offenbar nicht so einfach. Stimmt, wir müssen wahrscheinlich die Eulenstatue einfach nur so hinstellen, dass es passt. So. Und so. Und bam. Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Kumulaner-Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Okay, wir müssen also alle kumulanischen Zeichen einsammeln. Hopp. Ich wünschte, man könnte das machen, was ich vorgehabt habe. Ich habe es nämlich noch nie probiert und mir kam gerade die Idee, aber es geht offenbar nicht. Schade. Ey, darüber bitte. Komm mit. Komm mit. Da ist noch was für dich zu tun. Bewegst du dich nicht mehr weiter? Komm on. So dürfte es passen. Perfekt. Ach, da kommen wir gar nicht hoch. Okidoki. So. Gibt es ja viele kumulanische. Nein. Damit. Bitte spring auch richtig, Link. Wenn wir das schon so machen. Anlauf. Oh, das geht tatsächlich nicht. Okay. What the fuck? Zu weit entfernt. No. Nicht gut. So. Das reicht jetzt aber. Ja, wunderbar. Und was ist da drin? Ein orangener Rubin, der mir gar nichts bringt. Deswegen wieder zurück in die Fassung, in die Schatzkiste und so. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt müssen wir da rechts rum, okay. Wir haben jetzt was ganz Cooles bekommen, mit dem wir sehr viel schneller reisen können. Also möchte ich das auch mal probieren. Schön, dass man solche Items auch nicht auf B legen muss, um sie zu benutzen. Auch etwas sehr Gutes gemacht. Komm, lass mich bitte aufsteigen. Mensch, ins Kinder, der Epona. Los geht's. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Na, offenbar nicht. Falls ich irgendwo noch was übersehen habe, was ganz Grobes, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Falls ich schon mal an einer Geisterseele oder so vorbeigelaufen bin, bitte sagen, das würde sehr helfen. Hier? Sieht mir gerade nicht danach aus, als ob hier noch irgendwo eine Kumulaner-Statue wäre, aber okay. Doch, stimmt, da oben ist eine. Okay. I get it. Auch da. Hoch da? Dann. So, wie komme ich da hoch? So. Bam. Achso, stimmt, ich muss. Ganz schlaues Rätseldesign. Hopp. Und dann mich drüber fallen lassen, genau. Hopp. Ja, und rüber.
Wow, das hat jetzt eine Weile gedauert. USB-Festplatte, was tust du da? Ja, ah, bla 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 bla. Ja, immer noch Lücken. Und ich will immer noch, dass man das hier... ups. Dass man das hier selber steuern könnte. Das wäre so cool. Why are you... aren't you working? Ah. Bei den auch? Oh Mann, nicht. Wie kommt man da rüber? Wie kommt man da hoch? Offenbar nicht auf dieselbe Weise wie da. Ah. Oh, ist das mies. Ist das mies. Da sind wahrscheinlich wieder nur Rubine drin, aber... Gut, man möchte es ja euch zeigen, richtig? Bam, bam, bam. So, und zwar gehst du mal bitte... Ja, ich glaube, das sollte reichen. Bin ja nicht dumm. Schupp. So geht das. Aber da ist wahrscheinlich wieder eine Rubine drin. Ja, die ich nicht nehmen kann. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Weil ich Rätsel liebe. Ich spiele viel zu wenig Spiele mit Rätsel, ehrlich gesagt. Das ist schon immer etwas gewesen, was ich eigentlich machen wollte. Okay, da unten gibt es noch was. Kann ich mich da direkt hinwarpen? Ja. Das bringt mir wahrscheinlich nichts. Das hier schon eher. Machen wir die erstmal. Und dann muss ich eventuell die Brücke von Eldin doch noch vervollständigen in dieser Episode. Ich weiß jetzt, wo die Brücke ist. Also ungefähr irgendwo in der Gerudo-Wüste. Das heißt nicht, dass es einfach wird, aber das ist ein Käfer. Den ich wahrscheinlich schon eingesammelt habe, aber hey, kann er nicht schaden, right? Hab. Kellerassel. Nein, tatsächlich noch nicht. Okay. Ich mag das so, während dem Spielen die 100% zu erreichen. Ich habe auch nichts dagegen, es erst im Nachhinein zu machen. Ganz drauf an, was euch lieber gefällt. Und was besser ankommt. Und ja. Dam, dam, dam. Habe ich jetzt eigentlich vorhin über das Thema geredet? Ich glaube ja. Doch ja, habe ich. Bam, badam. Okay. Ich habe übrigens hier immer noch GTA 5 rumliegen und habe es noch nicht angezockt. Besser gesagt, mein kleiner Bruder hat sich's geholt. Hopp. Ganz gut, wenn man kleine Brüder haben, die Geld verdienen. So. Erstmal das hier holen. Yay. Ja, bla 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 bla. Immer noch Lücken. Natürlich enthält es noch Lücken. Kann denn hier nichts mal vollständig sein? Immer alles lückhaft, lückenhaft, egal. So. Perfekt. Nein, sind wahrscheinlich wieder nur Rubine drin, aber des Zeigens halber zeige ich es euch trotzdem. Da weiß ich zumindest, dass... was? Huch, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Bam, 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 bam. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ups. So. Thank you. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Bla bla bla. Okay. Rüber hier. Das riecht wieder nicht. Die Rätsel sind so spezifisch. Muss alles millimetergenau stimmen. Sonst schafft man den Sprung nicht. Hopp. Hopp. Und man kann sich nämlich an den Statuen nicht festhalten. Und das muss ich dich nämlich mitnehmen. Interesting, interesting. Rüberspringen bitte. Thank you. Was war das gerade? Keine Ahnung. So. Und so. Nice. Und da ist wieder eine Schatztruhe. Mit 100 Rubinen. Yay. Die wir nicht mitnehmen können. Yay. Okay. Trotzdem. Gezeigt werden muss es. Richtig. Einen haben wir noch. Da hinten. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Warpen. Was passiert, wenn wir uns direkt zur Eldin-Brücke hinwarpen? Wahrscheinlich nicht. Was? Okay. Mit einer Wert sich dahin zu gehen. Interesting, interesting. Dann würde ich mal sagen, ich probiere mal hier hin zu warpen, ob man da schneller hinkommt. Mal schauen, mal schauen. Schupp. Och. Jetzt müssen wir an sich nur diesen kleinen Flusslauf da rechts nehmen, glaube ich war es, ja. Auch Rubine, die
auf ewig dort gefangen werden. Sein werden und so. Bam. Ja. Müsste eigentlich klappen, wenn wir hier rausgehen.